Die Serie Double Dragon ist einer dieser bekannten, alten Serien. Auch auf den Gameboy gab es einige Ableger. Ich habe in meiner Quälzig-Serie schon den dritten Teil behandelt und der war, naja, nicht so toll. Schauen wir uns mal also den ersten Teil der Serie an. Macht er etwas besser? Was taugt Double Dragon für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Technos entwickelt und bei uns gleich zum Erscheinen des Gameboys 1990 von Nintendo selbst veröffentlicht. Natürlich wurde Double Dragon quasi auf alles portiert, was damals gängig war. Das Spiel könnt ihr auch in der virtuellen Konsole des 3DS kaufen. Eine Bande Rowdies hat eure Freundin Marion entführt. Das geht natürlich mal gar nicht, also macht ihr euch auf, um alle zu vermöbeln. Ja, wirklich alle. Das Spiel ist natürlich wie sein Spielhallenvorbild ein klassischer Brawler. Ihr kloppt euch durch die Gegnermengen und verteilt dazu fleißig Backpfeifen. Dazu könnt ihr treten und schlagen. Wenn ihr beide Knöpfe auf einmal drückt, dann macht ihr einen Sprungtritt. Das klingt jetzt erstmal sehr simpel, aber ihr könnt die einzelnen Attacken auch zu Kombos hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel einen Gegner dreimal schlagt, kommt automatisch ein Uppercut und der arme Fiesling geht zu Boden. Ab und zu haben die Bösen auch Waffen bei sich, wie zum Beispiel Peitschen oder Messer. Allerdings scheinen die keinen festen Griff zu haben. Gehen die einmal zu Boden, verlieren die ihre Waffe und ihr könnt sie euch schnappen und für eine gewisse Zeit benutzen. Das bringt schöne Abwechslung mit hinein. Auf diese Weise kloppt ihr euch durch vier verschiedene Level. Der Umfang ist also nicht gerade der größte, aber dafür stimmt hier das Game. Nervig sind allerdings die hin und wieder auftauchenden Sprungeinlagen. Dafür ist das Springen für mich einfach zu fummelig. Das hätten sich die Entwickler echt sparen können. Auch die Gegnervielfalt ist leider nicht die größte. Es gibt gerade mal 6 unterschiedliche. Ihr begegnet immer denselben Typen. Immerhin erwarten euch am Ende der Level immer Bosse, wobei die teilweise auch etwas unausgegoren sind. Der erste Boss ist zum Beispiel sehr schwer und beim zweiten habe ich erst zum Schluss gemerkt, dass es kein Standardgegner ist. Wenn ihr noch einen mit einem Gameboy und Linkkabel findet, könnt ihr das Spiel sogar zu zweit spielen. Der Schwierigkeitsgrad ist allgemein nicht gerade einfach, aber auf jeden Fall schaffbar. Leider gibt es jedoch in den Leveln keine Checkpunkte und so müsst ihr immer von ganz vorne anfangen, wenn ihr mal das Zeitliche gesegnet habt. Ein Passwortsystem gibt es leider nicht, aber naja, andererseits ist das Spiel ja auch nicht gerade lang. Die Grafik ist durchaus solide auf den Gameboy umgesetzt worden. Der Stil passt auf jeden Fall und die Animationen sind sehr gut geraten. Die Level bemühen sich optisch abwechselnd zu sein, aber naja, da wäre vielleicht auch mehr gegangen. Der Sound ist leider nicht ganz so gut geraten. Die Musik nervt irgendwie nach einiger Zeit, aber es gibt durchaus Schlimmeres. Ähnlich sieht es mit den Soundeffekten aus. Was taugt Double Dragon für den Game Boy also heute noch? Es ist eine solide Umsetzung des alten Double Dragon Prinzips und macht bis auf kleinere Sachen wie die Sprungeinlagen nicht viel falsch. Leider ist das Spiel aber sehr kurz geraten, für eine kleine Runde zwischendurch aber durchaus einen Blick wert. Immerhin ist das Kampfsystem gut und nicht so mies wie im dritten Titel. Das war der Test zu Double Dragon für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.